Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Programmpunkt der Münchner Medientage. Und zwar live aus Hamburg, Berlin und München, denn auch die Redner des nächsten Slots befinden sich, wie viele von uns, im Homeoffice. In diesem Themenstrang geht es um das Thema New Work, anders arbeiten, was wir während der Pandemie für die Zukunft gelernt haben. Das Konzept von New Work geht natürlich zurück auf den Philosophen Friedrich Bergmann, der schon sehr betagt ist. Er ist um die 90 Jahre alt. Ich hatte kürzlich Gelegenheit, ihn zu interviewen. Und ich kann nur sagen, wenn ich mit 90 noch so fit bin, dann zünde ich ein Kerzlein im Kölner Dom an. Es ist sehr passend, dass er das Konzept zu New Work entwickelt hat als Antwort auf die erste schwere Krise der Automobilindustrie in Detroit Mitte der 80er Jahre. Und es ist kein Wunder, glaube ich, dass ich angesichts der heutigen Krise sein Gedankenkonstrukt und seine Philosophie großer Beliebtheit erfreut und praktisch in aller Munde ist. Der Kernsatz seiner Idee ist: Tue, was du wirklich, wirklich tun willst. Er bezeichnet an einer Stelle Erwerbsarbeit als milde Krankheit. Sie werden sich fragen, wer ist der Mann, der uns das erzählt? Mein Name ist Max Sven Kopka. Ich beschäftige mich seit ungefähr 2013 mit diesem Thema. Ich habe vor etwa 10 Jahren bei der Firma Xing angefangen zu arbeiten. Das ist das Karrierenetzwerk, was Sie sicherlich kennen. Und wir haben es entwickelt von eher höher, schneller, weiter Karriere im klassischen Sinn hin zu, ich sage mal, besser, sinnvoller und zufriedener. Und zwar ganz im Sinne von New Work. Und dieses ganze Konzept hat uns so gut gefallen, dass wir die Firma im letzten Jahr umbenannt haben in New Work SE. Aber es geht heute natürlich nicht um mich, sondern um unsere Gäste. Wir starten gleich mit Ibrahim Efsan. Ibrahim wird uns eine Keynote halten und Sie werden ihn kennen, zählt zu Deutschlands bekanntesten Internet-Experten. Er spricht regelmäßig über Themen wie New Leadership, digitale Transformation und ist, wie ich finde, ein sehr pointierter und unglaublich fesselnder Redner. Er ist gefragter Berater von Führungskräften und Unternehmen und er wird gleich uns etwas dazu sagen, wie wir künftig arbeiten werden. Und dann folgen zwei Panels. Wir starten mit Insights aus Medienunternehmen zum Umgang mit der Krise. Und auf dem Panel werde ich Barbara Hans und Oliver Jahn begrüßen können. Und wir schließen diesen Slot ab mit perspektivischen Impulsen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die Zeit nach der Pandemie. Und da habe ich das Vergnügen, mit Ines Thomas und Markus Albers zu sprechen. Und ich werde natürlich gleich meine Gesprächspartner noch mal ausführlich vorstellen und ihn gebührend vorstellen. Jetzt geht es aber erstmal los mit der Keynote von Ibrahim Efsan. Ibrahim, ich will keine längere Vorrede von mir geben. The stage is Fantastisch. Ich danke. Vielen herzlichen Dank. Super. Ich mache mal eine Bildschirmfreigabe jetzt schnell und ich hoffe, jetzt seht ihr das. Genau, vielleicht Marc. Fantastisch. Super. Also, ich kann jetzt nur eine Sache machen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind zahlreich dabei. Ich kann nur eigentlich eine Einführung in New Work leisten. Aus dem einfachen Grund, das Thema ist einfach zu groß. Das Thema beginnt eigentlich mit der ersten Frage: Welchen Wert und welchen Sinn hat eigentlich mein Unternehmen und wie möchte ich diesen Sinn halt maximal in meinem Unternehmen leben und auch meinen Mitarbeitern erlauben, diesen Sinn auch tatsächlich zu integrieren in ihr Prozesse, in ihr Denken. Dementsprechend glaube ich halt aktuell gibt es paar Verschiebungen, die ich gerne mitteilen möchte. Paar Sachen sind halt allgemein gültig und auch bekannt, aber fangen wir einfach mal an. Das Erste, was ich halt festgestellt habe in den letzten Jahren, ist halt, wenn wir über New Work reden, geht es darum, halt das größte Potenzial der Mitarbeiter zu heben, zu fördern, aber auch im Alltag zuzulassen. Das ist natürlich ein riesenkomplexes Thema, weil wenn die Potenziale wirklich, wirklich erlebt werden dürfen, wenn man seine Talente komplett erleben darf und auch leben darf und auch wirken darf, dann passiert natürlich in Unternehmen Unglaubliches, Starkes, Veränderungen passieren. Aber auch Frohsinn kann passieren, was natürlich auch wiederum zu guten Produkten führt. Das alles kann natürlich funktionieren, nur funktionieren, wenn wir auch über People Transformation reden. Weil ich persönlich habe in den letzten Jahren erfahren, dass man halt Unternehmen nicht transformieren kann, zumindest nicht digital transformieren kann. Man kann aber Menschen transformieren, zum Beispiel halt Überzeugungen zu übernehmen, sich auf den Wandel einzulassen und diese auch mitzugestalten. Ob es jetzt digital ist, New Work ist oder sonst was, das spielt gar keine Rolle. Und bei dieser People Transformation geht es in der ersten Linie darum, halt,
dass wir verstehen müssen, dass halt New Work und alles, was damit zu tun hat, wie wir halt in der Zukunft arbeiten wollen oder heute arbeiten, kein Programm ist, was man einfach aufsetzt. Also da können keine Berater kommen und sagen, hier ist das Programm, danach leben wir. Es ist kein Prozess. Auch ist es halt nicht irgendwas, was sich dann halt konzipieren kann in einem Design-Thinking-Prozess, sondern es ist wirklich eine Haltung, eine Kultur und es hängt damit zusammen, wie die Führung das Ganze halt schafft, umzusetzen und zwar in eine moderne Führung auf Augenhöhe und Wertschätzung, um die Leute halt mehr zu coachen und weniger Ansagen zu machen. Das ist natürlich jetzt im Moment auch mit Homeoffice und alles, was damit zusammenhängt, eine große Herausforderung, weil wir haben uns ja plötzlich dann rausgerissen aus der ganzen Sache und New Work wurde plötzlich oder besonders die Arbeitswelt wurde plötzlich nicht mehr im Gleichgewicht. Wir haben überhaupt keine Ahnung aktuell halt, wie genau was passiert, das muss man alles noch lernen. Aber New Work bedeutet aber dieses Gleichgewicht zu halten und die Interessen so zu bündeln, dass am Ende des Tages halt das Ganze zum Vorteil des Mitarbeiters führt. So, und was New Work bedeutet im Grunde genommen auch selbstverständlich Flexibilität der Arbeit. Ich möchte da halt auch nicht so tief reingehen, aber was sehr, sehr relevant ist, wir haben zum ersten Mal, und das diskutieren gerade unfassbar viele Unternehmen, die Idee, ob wir wirklich dieses 9-to-5-Jobs überhaupt noch brauchen oder ob es möglicherweise passieren könnte, dass wir in der Zukunft 4 Stunden nur arbeiten, aber intensiv arbeiten, mit voller Energie und Leidenschaft arbeiten und in diesen 4 Stunden auch die Arbeit von 8 Stunden erledigen können. Heißt, wir brauchen eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeiten an sich. Und damit auch natürlich die Flexibilisierung von standardisierten Zeiten, die man halt festgesetzt hat mit dieser 8-Stunden-Regelung, die halt in unseren Arbeitsverträgen steht, bis hin zu Organisationsstrukturen, die halt so vielleicht auch gar nicht mehr notwendig sind. Das hat alles dazu bewirkt, dass wir heute halt über Homeoffice neu verstehen, Arbeit neu lernen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, was man halt mit sich bringen kann. Was halt total relevant ist, ist im Moment auch doppelte Tätigkeiten irgendwie zu killen. Das heißt also New Work und Künstliche Intelligenz oder New Work mit den neuen Prozessen, wie man halt Business Intelligence installiert, hat enorm viel miteinander zu tun. Das heißt also plötzlich reden die BI-Typen, also die Business Intelligence-Typen, auch über neue Arbeitsmethoden und Arbeitstechnologien, weil wir wollen ja langfristig halt ein papierloses Büro schaffen, auch gerade jetzt, wenn Homeoffice weitergehen sollte. Wir wollen natürlich auch ganz neue Kostensenkungsmaßnahmen auch halt integrieren in die Unternehmen und das Ganze soll auch bitteschön benutzerfreundlicher werden. Was auch New Work zu tun hat, ist natürlich die Kommunikation, die Zusammenarbeit. Wir haben in der aktuellen Zeit natürlich auch viel, viel gelernt. Jetzt ist meine Folie ein bisschen zu schnell rübergegangen. Ich hoffe, das kommt jetzt wieder zurück. Wir haben halt gelernt, dass wir halt heute vielleicht gar nicht mehr so richtig halt feste Arbeitsplätze brauchen, um halt zusammenzuarbeiten. Wir haben heute gelernt, dass die Arbeitsorte, wenn wir sie auch neu erschaffen, halt extrem nett sein müssen, extrem schön sein müssen, weil auch heute, ganz aktuell, ich hatte heute noch das Gespräch mit einem Vorstand, der sagt halt, wie schaffe ich es eigentlich nach Corona-Zeit, die Leute wieder mit voller Freude zurück in die Firma zu holen. Ja, also und da ist eine ganz einfache Methode, ein mitarbeiterförderndes Wir-Gefühl zu schaffen in den Arbeitsräumen, die halt modernisiert werden müssen. Warum müssen sie modernisiert werden? Weil wir reden ja heute viel stärker über Vertrauensarbeit. Wir reden viel mehr über Modelle der Zukunft, wo wir auch enger zusammenkommen müssen, wo die Grenzen auch verschwimmen, wo man halt nicht mehr merkt, bin ich jetzt bei der Arbeit oder bin ich halt freizeittechnisch unterwegs. Deswegen werden ja heute auch ganz neue Coworking Spaces oder Innovationshäuser gebaut und auch die Leute werden dorthin halt verlagert oder jetzt seit neuestem ins Virtuelle. Das sind natürlich wirklich wichtige Dinge, die halt passieren müssen, weil die Aufteilung der Arbeitswelten aktuell bei vielen Unternehmen gar nicht mehr in die neue Zeit passen. Ein gutes Beispiel. Wir haben viel zu starke Silos. Wir haben die Marketingabteilung in einem Raum. Wir haben die Supportabteilung in einem Raum. Wir haben den Vertrieb in einem Raum. Und die arbeiten die ganze Zeit miteinander und arbeiten teilweise gegeneinander, weil sie ja gar nicht wissen, was die einzelnen Abteilungen für Probleme und Sorgen und so weiter haben. Genau da verschwimmt mittlerweile
mittlerweile immer mehr, dass wir halt Abteilungen nach Kreativität zuordnen. Das heißt also, wie können kreative neue Prozesse passieren, wenn halt bestimmte Leute von verschiedenen Abteilungen in einem Raum sitzen und sich dann halt beispielsweise über Scrum und moderne neue Methoden, agile Methoden, sich einmal am Tag nur austauschen, zum Beispiel morgens. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, die jetzt gerade passiert. Die Gestaltung der Arbeitsräume, ganz klar, zwanglos. Krawatten sind jetzt vorbei, die Zeiten. Ja, manche Firmen wollen das noch, ist okay, aber die meisten sehen das überhaupt nicht mehr, weil wir wollen halt eine Transparenz schaffen, einen Dialog schaffen, die halt in die Form von Kommunikation, freundliche Kommunikation übergeführt wird. Und wie kann man solche Räume schaffen? Ich will euch Beispiele nennen. Ein gutes Beispiel dazu, Orte zu schaffen, wo man diskutieren kann. Tatsächlich, also sichtbare Orte zu schaffen, wo man diskutieren kann, wo beispielsweise 10, 15, 20 Leute zusammenkommen können, um halt beispielsweise abteilungsübergreifend Themen anzusprechen und so weiter. Wir müssen Orte schaffen der Begegnungen. Das ist halt wirklich wie in einem Café aussieht, wie im Starbucks-Café oder wie man das auch, was man auch nennen möchte, wo Flächen konzipiert werden, wo kleinere Teams sich einfach zusammensetzen, sich austauschen und sich halt über die Dinge halt diskutieren, die jetzt gerade gemacht werden müssen. Genauso brauchen wir auch Orte, die ähnlich wie zu Hause aussehen, wie eine Küche und so weiter, so Zusammenkunft, einfach sich auszutauschen, aber genauso auch Orte des Rückzuges, wo die einzelnen Mitarbeiter mal ein ruhiges Telefonat führen können oder sich halt dementsprechend von Außengeräuschen zurückziehen, um einen kreativen Prozess zu starten. Das ist halt der Teil der Orte, was auch New Work anbetrifft, Orte neu zu gestalten. Und da passiert gerade in vielen Unternehmen unfassbares Tolles, wo wir auch merken halt, dass das Thema Orte neu zu gestalten extrem wichtig wird. Aber darum geht es nicht mehr alleine. Das war jetzt New Work 2010, 12, 14. Das sind so Themen gewesen, die halt relevant sind. Heute sind ganz andere Themen plötzlich relevant. Einer der wichtigsten, relevantesten Themen ist überhaupt die Selbstverwirklichung der einzelnen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter zu erholen zu lassen, gesund machen zu lassen, ohne Konzernkrebs, wo man halt das Ego auch bekämpfen muss in den Unternehmen, um halt zu sagen, okay, jetzt gibt es eine komplett neue Form der Gestaltung, wie wir miteinander umgehen wollen. Also, dass man halt ein emotionales Wohlbefinden schafft, dass dieses emotionales Wohlbefinden halt körperlich und geistig genauso wirkt, wie auch, dass der Mitarbeiter selbst in eine Selbstverwirklichung übergeführt wird. Ein weiterer Punkt ist, Achtsamkeit, Gesundheit und Glücklichsein zu fördern. Achtsamkeit heißt wirklich halt neben dem Schnitzel auch vegetarische Gerichte anzubieten. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch letztens mit einem Chef von einem Automobilkonzern, der komplette neue Kantinen baut, um halt diese Idee des gesunden vegetarischen Essens zu überführen. Und da passieren gerade unfassbar interessante menschliche Phänomene, dass halt in diesen neuen Kantinen halt natürlich erstmal die Damen sind und die Männer fragen sich in der alten Kantine, wo sind denn jetzt die Damen? Ja, die essen natürlich gesund. Ich finde es witzig. Also da passiert unglaublich viele tolle Sachen, die wir absolut positiv entgegennehmen müssen. Meditation als einer der Kernelemente zu machen, dass man halt Ruhe braucht bei der Arbeit, in auch gerade so unfassbar stressigen Zeiten, wo wir auch die Ruhe morgens sofort zu uns kommen und dementsprechend auch Neues erreichen können. Glückliche Mitarbeiter schafft man natürlich, wenn die auch Neues mal was ausprobieren können. Es gibt tatsächlich Büros, da arbeitet die Dame seit 12 Jahren an derselben Sache. Die macht halt 12 Jahre, was weiß ich sag mal 50 verschiedenen To-Dos, das war es mehr nicht. Das geht natürlich heute nicht mehr. Heute müssen wir auch die Möglichkeiten geben, dass die Mitarbeiter verschiedene Dinge ausprobieren können und vielleicht sogar monatlich mal komplett neue Dinge erleben dürfen und auch erlernen dürfen. Das macht unglaublich viel Freude und das macht halt die Menschen glücklich. Und natürlich halt sehr, sehr wichtig halt, man sollte sich nicht nur auf die Probleme konzentrieren, sondern wirklich halt sich konzentrieren auf die guten Praktiken. Dass wir jetzt seit 3 Stunden lang über Agilität reden können, ist absolut notwendig, aber die Zeit haben wir nicht. Aber Fakt ist, es ist halt, Agilität verändert Denkprozesse. Agilität verändert Unternehmensprozesse. Agilität verändert die Kultur eines Unternehmens, genauso auch die modernen Beziehungen zu Kunden und auch Mitarbeitern oder Kollegen. Das ist natürlich eine super interessante Geschichte deswegen, weil wir haben so ungefähr vor 10, 15 Jahren angefangen, agile Methoden in die Unternehmen einzuführen. Aber jetzt ist das Tolle daran, wir haben herausgefunden,
Es wirkt, es funktioniert. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Utopie oder dass wir uns dann irgendwas halt vorgestellt haben, was irgendwann mal sein soll oder sein könnte. Nein, diese Themen klappen wirklich, auch gerade mit dem Kundenfeedback reinzuholen, die Entwicklung, den Kunden mit in die Entwicklung reinzuholen. All diese agilen Prozesse, die wir kennen, funktionieren hervorragend und sollte auch weiter ausgebaut werden und auch nicht zu Ende gedacht werden. Also manche Leute denken jetzt komplett über neue agile Methoden nach, was ich extremst empfehlen würde, weil wir sollten nicht nur bei Scrum oder Design Thinking oder wie die Systeme alle heißen, die Kreativitätstechniken und so weiter, stehen bleiben, sondern wir sollten auch neue Wege gehen und Neues auch ausprobieren. Aber am Ende des Tages heißt New Work im Grunde genommen auch eine zentrale Sache, gemeinsam zu träumen. Gemeinsam zu träumen heißt für mich halt weg von I have a dream, diese Ego-Nummer, ich weiß alles Bescheid und ich kann dir genau sagen, was da passiert, sondern hin zu we have a dream. Wie müssen halt die Dinge in der Zukunft aussehen? Wie wollen wir in der Zukunft arbeiten? Ist die Struktur, die wir haben, die wir halt bis jetzt nutzen, auch tatsächlich gut, so wie es ist? Oder sind alle Leute abgeholt worden? Einer der größten Problematiken von New Work-Prozessen und Projekten ist ja, da werden halt sehr viele Konzepte im Hintergrund gemacht, ohne die Mitarbeiter von Anfang an mit reingeholt zu haben. Das darf nicht passieren. Wir brauchen gemeinsame Ziele und wir brauchen auch eigene Ziele. Eigene Ziele muss sein, mein eigenes Potenzial zu erheben und dementsprechend meine Talente zu leben, weil dann kann ich auch nur ein glückliches Leben führen. Und dafür muss ich mich kämpfen. Und moderne Führung heißt nichts anderes als Beziehungsmanagement. Zu fragen empathisch, Empathy Leadership, zu fragen empathisch, was will der Einzelne überhaupt? Also was fühlt der gerade? Hat der Stress? Ist er halt in einer komplett anderen Sphäre oder kann ich ihn sehr, sehr einfach abholen und ihn überzeugen, einen Weg mitzugehen, das am Ende des Tages auch sehr, sehr positiv ist. Wenn ich das Ganze auf die private Ebene herausdrücke oder rücke, dann merke ich halt sehr, sehr stark, dass halt immer mehr autarke Arbeitsformen gewünscht werden. Viele meiner Freunde, viele Gespräche, die ich in dieser Zeit führe, geht genau in diese Richtung, dass man sagt, okay, wie kann ich es schaffen, eine Struktur zu schaffen, wo ich auch nicht unbedingt Sales machen muss, sondern die Maschinerie, die es heute ja gibt, macht es vollautomatisch. Das heißt also, das ganze Thema Future Work kommt jetzt als nächstes Thema. Das heißt also, nach New Work kommt jetzt Future Work. Ich danke euch und es hat mir Spaß gemacht, in 15 Minuten schnell da durchzujagen. Ich hoffe, ihr habt ein, zwei Punkte mitgenommen, das euch interessiert hat. Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut, mit euch das Thema anzusprechen. Aber am Ende des Tages muss jeder für sich selbst das Ganze verstehen und auch umsetzen. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn man halt einfach seiner eigenen Ideologie folgt, und zwar ein gesundes und schönes Leben führen zu wollen, auch bei der Arbeit, wird man New Work ganz, ganz schnell integrieren können. Vielen herzlichen Dank. Ja, lieber Ibrahim, der Dank gilt dir. Es ist unmöglich, in 15 Minuten dieses Thema zu umreißen. Ich glaube, wenn es einer geschafft hat, die Tour de Force irgendwie hinzukriegen, dann warst du das. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. New Work als Haltung, viel stärker Haltung, als dass es um Tools geht. Der Einzelne wird wichtiger und da hast du die Themen Gesundheit und Selbstverwirklichung sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ja. Bedingungen werden sich ändern, wie Büros, Führung wird sich natürlich ändern und We Have a Dream ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Was ich auch nochmal bemerkenswert fand, war, dass du betont hast, es gibt nicht dieses eine Rezept, sondern jeder und jede Organisation, also jeder Einzelne und jede Organisation muss eigentlich seinen Weg finden hin zu einer Umgebung und einer Tätigkeit, naja, mit der wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, nämlich dem, was wir Arbeit nennen. Absolut, unsere Zeit. Und insofern, glaube ich, war das ein super Impuls. Ich sage jetzt ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Merci. Und ich wünsche dir noch alles Gute. Bleib gesund, mein Lieber. Super. Ich bleibe trotzdem jetzt hier drin und guck mal, was passiert. Ich glaube, du bleibst gerne dran, ja. So. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem Panel, sobald die Regie mir das entsprechende Zeichen gibt. Und bis dahin. So, jetzt geht es weiter mit unserem ersten Panel.
Ich muss gestehen, es ist heute für mich eine dreifache Premiere. Zum einen ist es mein erstes virtuelles Panel. Zweitens muss ich erstmals Journalisten interviewen und werde nicht von denen interviewt, was irgendwie schon mal absurd ist. Und dann sind es auch noch Chefredakteure. Ich habe also gehörigen Respekt vor dieser Aufgabe, um nicht zu sagen nackte Angst, aber alles nichts, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Es geht um das Thema Insights aus Medienunternehmen zum Umgang mit der Krise. Und Barbara und Oliver, toll, dass ihr dabei seid. Barbara Hans, seit 2016, glaube ich, Chefredakteurin Spiegel. Ich habe auch in deiner Vita gesehen, dass du eine Ausbildung zum Business Coach gemacht hast, was in diesen Zeiten wahrscheinlich nicht startet und wirklich hilfreich ist. Oliver Jahn, Chefredakteur AD. Ich habe gelernt im Vorgespräch, dass diese Marke AD schon fast 100 Jahre alt ist, glaube ich. Ihr begreift euch als Spezialisten für Lebenskultur und da leben und arbeiten immer mehr sozusagen verschwimmen. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass ihr jetzt auch sowas wie, man kann sagen, glaube ich, Unternehmensberater geworden seid. Zusammen mit dem Wohnraumentwickler Euroboden habt ihr einen Think Tank gegründet und entwickelt Prototypen für die Zukunft von Lebens- und Arbeitskultur. Und auch auf eurer Website habe ich gesehen, der Begriff New Work findet da statt. Also insofern freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid und wir dieses doch relativ kurze, aber hoffentlich intensive Gespräch führen können. Barbara, ich würde gerne mit dir beginnen. Der Spiegel hat vor irgendwie 70 Jahren schon Dinge getan, die heute als New Work gelten. Mitarbeiterpartizipation, ihr habt irgendwie Sterneküche für die Mitarbeiter in der Kantine angeboten. Man könnte eigentlich denken, man spricht von Google, wenn man sich diese Dinge vor Augen führt. So, jetzt seid ihr in einer Situation, eine Newsredaktion, da geht es um Geschwindigkeit, es geht um Präzision, ja. Und von einem Tag auf den anderen sind eure Abläufe durch Corona gestört, weil ihr euch nicht mehr gegenüber gesessen habt. Kannst du mal beschreiben, wie war das für euch und wie habt ihr das gemacht? Ja, das war natürlich ein Riesenumbruch, weil wir buchstäblich, als das im März der Lockdown bevorstand, wir eigentlich noch 2 Wochen früher dran waren und dann irgendwann beschlossen haben, das Geschehen ist so, dass wir was tun müssen. Aber ich kann es nicht verhehlen, der Moment, als ich abends mit meinem Monitor unterm Arm buchstäblich irgendwie nach Hause gefahren bin, war schon ein sehr merkwürdiger Moment. Und ich traf dann, als ich parkte, neben mir einen Nachbarn, der auch gerade so relativ ungelenkt den riesen Monitor vom Beifahrersitz wuchtete. Kann nur sagen, das war schon ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Und ehrlicherweise habe ich mir vorher nicht so genau vorstellen können, wie das läuft. Weil du hast es angesprochen, gerade im Newsgeschäft, wo das Vier-Augen-Prinzip gilt. Und wir hatten ja auch eine Lage, wo sich die Eilmeldungen wirklich überschlagen haben. Da sich vorzustellen, wie das funktionieren soll, wenn dieser große Newsroom, in dem es immer ja im Grunde vibriert hat und man ganz viel von dieser Atmosphäre gehabt hat, dass der auf einmal leer ist und wir alle irgendwie an Küchentischen oder Bügelbrettern stehen und die Seite bauen, das hätte ich mir nicht vorstellen können, ehrlicherweise. Und manchmal ist es auch immer nur so, dass man sich natürlich an diese neue Normalität gewöhnt hat, aber sich schon wundert, was da im Grunde über uns gekommen ist. Wie habt ihr das organisiert und wie schnell wurde daraus eine neue Normalität? Hat das gut funktioniert? Hat das schlecht funktioniert? Beschreib doch mal, wie du das erlebt hast. Das hat bemerkenswert gut funktioniert. Ehrlicherweise glaube ich viel besser, als wir das alle gedacht haben. Also ich glaube, wir haben insgesamt auch schon ein ganz gutes Selbstbewusstsein daraus gezogen, weil in solchen Krisenmomenten rücken ja alle irgendwie stärker zusammen, weil man weiß, man muss das jetzt bewältigen und von einem Tag auf den anderen sowohl die gesamte Heftproduktion als auch die gesamte digitale Produktion einfach remote zu gestalten, hat uns wirklich nochmal so einen Innovationsboost gegeben. Und auch ich würde schon auch sagen, ein gutes Selbstvertrauen, dass das eben möglich ist, wenn man denn muss und dass alle ein Stück weit improvisieren. Und ich fand es auch bemerkenswert, wie schnell man sich dann doch an diese neue Normalität gewöhnt und wir eben drumherum improvisiert haben. Also wir haben eben zum Beispiel ein virtuelles Vier-Augen-Prinzip aufgesetzt und haben uns in unserem Fall über Teams zusammengeschaltet und da auch die Übergaben organisiert und teilweise hatten Kollegen eben permanenten Livestream offen, die Seite geführt haben. Und haben gemerkt, das geht ganz gut. Ich glaube, über die Langstrecke merkt man dann auch, das gehört auch zur Wahrheit, was einem eben fehlt, wenn man nicht mehr zusammenkommt im Büro. Aber das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Also im Grunde war es ein Innovationsbeschleuniger, wenn ich es zusammenfassen müsste. Magst du vielleicht nochmal sagen, warum du glaubst, also was glaubst du, waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass es ganz gut funktioniert hat? Also zum einen
schlicht das Faktische, das musste gehen. Es gab ja keinen Weg zurück, das hilft natürlich immer. Dann auch Spaß am Neuen, keine Frage. Also das war ja in dem Moment so, dass wir alle auch was Neues gelernt haben. Und es war natürlich nachrichtlich und journalistisch einfach eine absolute Hochzeit. Also es wurde ja auch eben deutlich, dieses Momentum, dass man sich fragt, was tut man da eigentlich? Ich glaube, diese Frage hat sich da niemand gestellt, weil völlig klar war, Qualitätsjournalismus, überhaupt Journalismus, ist gerade, hat eine große Bedeutung. Und das heißt, alle haben echt nochmal eine Schippe draufgelegt und haben eigentlich rund um die Uhr gearbeitet. Und das ist natürlich publizistisch eine wahnsinnig spannende und wichtige Zeit auch gewesen. Das waren, glaube ich, die Faktoren. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Also Homeoffice ist natürlich was, was wir auch vorher diskutiert haben. Die ganze Frage hybrides Arbeiten, wie funktioniert das eigentlich? Und das war natürlich im Journalismus immer schon möglich, wenn du draußen unterwegs bist, als Reporterin, als Reporter, als Korrespondent, dann arbeitest du von überall. Ich habe auch schon Texte geschrieben, irgendwie im Zugklo sitzend oder vor dem Zugklo sitzend in britischen Zügen, was echt nicht besonders angenehm ist, aber wenn halt der Text fertig werden musste, war das so. Und jetzt war das eben keine Theorie mehr, sondern Möglichkeit. Und ich glaube, auch das war ein spannender Teil. Oliver, wie war das bei euch? Ich meine, Corona, unfreiwilliges Experiment, in dem wir alle stecken. Ihr seid keine News-Redaktion, bei euch geht es aber dafür um, naja, Ästhetik, Kreativität. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit für die Texte, aber die haben natürlich, die stehen vor anderen Herausforderungen und Anforderungen. Beschreib mal deine Erfahrung. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich würde ich sagen, unterscheiden die sich erstmal gar nicht so sehr von dem, was Barbara gerade geschildert hat. Du sagtest gerade, wir haben grundsätzlich ja sehr viel mehr Zeit. Das stimmt. Wir erscheinen ja mit dem Heft nur monatlich. Gleichwohl haben wir natürlich auch unsere digitalen Kanäle zu befüllen. Und gemessen daran, dass wir ein Monatsmagazin sind, ein Monatstitel, habe ich doch das Gefühl, warum ist es denn dann eigentlich so wahnsinnig stressig und anstrengend gewesen die ganze Zeit? Also natürlich sind wir auch auf all diesen Kanälen immer unterwegs. Also vieles von dem, Barbara, was du gerade gesagt hattest, teile ich natürlich eins zu eins. Es war, wie du gerade auch sagtest, Marc, wirklich ein unfreiwilliges Experiment, das quasi die ganze Gesellschaft, und zwar weltweit, zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger jetzt durchlaufen hat. Ich finde, das ist erstmal eine unglaublich interessante und auch irgendwo faszinierende mit all den Situationen, mit all den Schmerzen, die das natürlich auch mit sich bringt, keine Frage. Kein Unternehmen der Welt, abgesehen jetzt vielleicht von Microsoft und Google und ein, zwei anderen entsprechenden Digital Players, hätte sich ja freiwillig auf dieses Experiment eingelassen, zu sagen, so, wir schicken jetzt mal alle Leute 3 Monate nach Hause und gucken mal, wie das so funktioniert. Das hätte ja niemand jemals gemacht. Man hat immer Angst vor dem maximalen Kontrollverlust. Die Leute sind alle viel zu faul, wenn man nicht mehr hinguckt, arbeiten nichts und so. Das Gegenteil ist natürlich der Fall gewesen. Und Barbara, ihr habt ja, glaube ich, die Umfrage in eurem Magazin gemacht, dass die Leute im Schnitt im Lockdown, glaube ich, so 45 Minuten oder sowas am Tag mehr gearbeitet haben. Also es ist ja erstmal eine ziemlich paradoxe Situation, dass sich unser aller äußeres Leben gefühlt oder auch faktisch beruhigt hat auf eine gewisse Weise. Wir sind nicht mehr jede Woche irgendwo hingeflogen und haben tausende Meetings irgendwo gehabt und solche Dinge. Also man hätte ja eigentlich erwarten müssen, wir können ganz fokussiert uns über unsere Bildschirme beugen und arbeiten und das ist alles sehr viel ruhiger. Und jetzt, 6 Monate später, finde ich es eigentlich anstrengender denn je. In der Tat haben wir, weiß nicht, ich glaube, viele Leute, mit denen ich so spreche, teilen auch eine solche Erfahrung. Also, dass das Ganze technisch quasi von vielleicht nicht Tag 1, aber ernsthaft schon von Tag 2 fantastisch funktioniert hat, war, glaube ich, die erste Überraschung, die die meisten Unternehmen wahrscheinlich von denen, die überhaupt in der Lage waren, Homeoffice anzubieten, das ist ja schon auch ein großes Thema, dass das natürlich nicht alle können, das ist klar. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das insgesamt waren. Jetzt beispielsweise in Deutschland, also aber gar nicht so wahnsinnig viele. Also das war so die erste Überraschung. Und ich finde das eigentlich Faszinierende an diesem unfreiwilligen Experiment jetzt, dass das eben aus dem, wie soll ich sagen, aus einem reinen Fachdiskurs von Arbeitsplatzforschern und HR-Kollegen und so weiter, vielen Leuten, die sich Soziologen und so, die sich mit solchen Themen immer schon beschäftigt haben, jetzt eben quasi eine Experience, eine Erfahrung ist, die wir alle machen, die wir alle durchlaufen. Und letztendlich auch, so geht es mir auch persönlich, so geht es unserem Team, auch jetzt spüren und merken, an uns selbst herausgefunden haben, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind und was unsere Bedürfnisse nicht sind. Ich glaube, das ist so wie Corona ist ja das große Thema, hat ja keine Probleme hervorgebracht, sondern die meisten, die schon da waren, einfach ins Licht gebracht und extrem beschleunigt. Das wissen wir ja, dass der ganze Strukturwandel sozusagen, der in den Gesellschaften stattfindet, der in unseren Städten stattfindet, alle die Themen, die schon da waren, sind einfach jetzt wirklich extrem beschleunigt worden. Und genauso natürlich auch wahrscheinlich das schon immer
mehr oder weniger bei den meisten Leuten angelegte Flexibilitätsbedürfnis zum Beispiel, was unsere Arbeitswelt angeht. Also niemand hat Lust, jeden Tag 2 Stunden in einem Pendlerstau auf dem Mittleren Ring in München zu stehen, um raus oder rein zu fahren. Also das ist eine Erfahrung, die ja auch viele geteilt haben. Also jetzt haben wir plötzlich quasi von dieser Frucht gekostet, von dieser vermeintlich süßen Frucht. In Zukunft werden wir vielleicht gar nicht mehr so viel in unseren Offices sitzen, in der Tat. Darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube, die meisten DAX-Unternehmen haben, und die sind ja nun auch nicht gerade die beweglichsten, haben sich alle schon dazu geäußert, sie wollen diese Flexibilität behalten. Und wir alle wollen das. Also ich glaube, dass dieses Rad lässt sich in der Tat nicht mehr zurückdrehen. Aber wir stehen da jetzt schon vor neuen Herausforderungen, denke ich. Weil es sind, also ich möchte nicht den Rest meines Lebens nur im Homeoffice verbringen. So viel steht schon mal vor. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Also das finde ich eine ganz spannende Frage. Weil faktisch ist es ja so, dass... Also meine These wäre, es hat auch deswegen überall so gut funktioniert, beim Spiegel, bei euch und bei anderen Unternehmen eigentlich auch, die viele Wissensarbeiter beschäftigen, weil die auch über eine sehr starke Unternehmenskultur verfügt haben oder noch verfügen. So, und jetzt ist es ja so, dass wir die, also Kultur entsteht über Nähe. Ein gutes Miteinander. Und diese Nähe ist natürlich in diesen Tagen sozusagen Fehlanzeige. Das heißt, wir bilden bestimmte Prozesse digital ab, die funktionieren auch wahnsinnig gut. Wir verlieren aber auf der anderen Seite auch eine ganze Menge. Nämlich diese Erlebnisse von Nähe. Ich sitze gemeinsam vor der Chefredaktion oder vor der Vorstandstür und bin aufgeregt, ob das klappt. Ich erzähle eine Geschichte vom Wochenende oder mein Kollege, wir gehen abends noch ein Bier trinken, was weiß ich. Ihr wisst genau, was ich meine. Die Frage wäre für mich, wie geht denn das eigentlich weiter? Und vielleicht auch nochmal ganz speziell erstmal an dich, Oliver, wenn wir eine Situation haben, in der Menschen sich entscheiden können, ob sie ins Office fahren oder nicht, werden sich diese Offices notwendigerweise ändern müssen. Dadurch wird die Frequenz von Nähe und diesen Begegnungen definitiv abnehmen. Wie siehst du diese Entwicklung? Wie schaffen wir es, Nähe und in Folge Team Spirit und Identifikation mit der Marke, mit dem Unternehmen auch in Zukunft aufrechtzuerhalten? Also ich glaube, dass vieles sich schon deutlich abzeichnet, dass man natürlich auch sozusagen Modelle weiterentwickeln kann, die da schon bestehen. Wir haben ja von Ibrahim gerade eben in dem Impulsvortrag schon manches gehört. Und für uns jetzt zum Beispiel als Marke AD, die wir uns ja seit je quasi mit Lebenskultur, mit Lebensräumen sozusagen sowohl im engeren Sinne als auch im metaphorisch weiteren Sinne beschäftigen, ist das natürlich ein hochinteressantes Thema, weil wir uns ja jetzt auch gerade, wir haben uns immer schon mit der Frage quasi beschäftigt, wie wir in Zukunft vielleicht leben und arbeiten wollen. Und das ist natürlich, rückt jetzt mehr denn je in den Mittelpunkt. Du hast es eingangs ja erwähnt, dass wir quasi in der Marke jetzt auch im Zuge unserer Transformation, unser Unternehmen durchläuft ja auch schon seit anderthalb Jahren jetzt eine sehr tiefgreifende Transformation. Das ist ungeheuer wichtig für uns, dass wir da jetzt so auch ein Beratungsangebot um diese Themen herum aufgebaut haben oder gerade aufbauen. Also haben wir vor Corona schon angefangen und natürlich auch jetzt deutlich vertieft. Wir schauen ja sozusagen auf diese Themen ganz dezidiert eben nicht als Experten für, keine Ahnung, Arbeitsplatzeinrichtungen oder sowas, wie man Grundrisse idealerweise da plant oder so, sondern wir schauen da wirklich mit dieser Frage, wie man sozusagen zukünftig eine Lebenswelt gestaltet und orchestriert, in der man ganz bewusst eben, darum geht es ja, und das will ich auch persönlich, die Entscheidung trifft, heute gehe ich da hin, heute verabrede ich mich vielleicht oder am Abend verabrede ich mich mit Kollegen, Kolleginnen, will mich da zu bestimmten Dingen treffen und so. Also das Büro selber, die Fläche, die Immobilie, die wird sich halt natürlich, glaube ich, wirklich grundlegend ändern in vielerlei Hinsicht. Das wird einfach der Ort für soziale Interaktion werden. Also ich würde mal fast so weit gehen, der klassische Coffee-Cooler-Talk sozusagen, den wir alle so gerne haben in der Kaffeeküche und so weiter, das ist fast eine kopernikanische Wende, die da vielleicht ins Haus steht. Also das wird der Mittelpunkt dessen, was da, glaube ich, im Büro, wir werden es dann vielleicht gar nicht mehr Büro nennen, mal sehen, stattfindet. Und das sind genau Themen, mit denen wir uns jetzt sehr intensiv auseinandersetzen, wie man, ja, was auf der Welt da alles so passiert und wie man solche Raumtypologien letztendlich auch anlegen kann. Natürlich, das startet immer mit der Unternehmenskultur, das ist klar. Also ich fange jetzt nicht an, darüber nachzudenken, was man für Sofalandschaften da reinstellen muss und ob die grün oder blau sind, das who cares. Ja, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern das ist in der Tat das Thema, was sozusagen in dieser etwas größer gedachten Landschaft zwischen Homeoffice oder Remote, das schließt ja auch andere Orte ein. Der öffentliche Raum übrigens wird, glaube ich, eine viel größere Rolle spielen. Wir sehen, der ganze Strukturwandel der Innenstädte ist für uns auch ein riesengroßes Thema. Der ganzen, jetzt in Deutschland zum Beispiel, eben dieser Mittelstädte. Wir reden da nicht von München und Hamburg, sondern halt von, keine Ahnung, Paderborn, Herne, Oldenburg und so weiter. Was passiert denn mit diesen ganzen Immobilien, die nur noch 1-Euro-Shops haben und Nagelstudios und so weiter? Ich glaube, dass da auch ganz neue Konzepte gefragt sein, weil wir werden nicht alle an unserem Küchentisch hocken. Wir werden bewusst uns entscheiden, mal sitze ich hier, mal gehe ich ganz bewusst ins Büro und da wird
quasi natürlich ganz viel kreativer Austausch stattfinden, dieser energetische Austausch. Und ich glaube, diese Ruhe, die Stillarbeit, die wir alle brauchen, die wird sicherlich auch da noch stattfinden, aber mehrheitlich zu Hause und mehrheitlich vielleicht auch an anderen Orten. Also Coworking wird auch wieder neu erfunden, ja, auch in Städten wie auf dem Land. Das sind Themen, die wir gerade sehr genau beobachten. Was ich aber definitiv von dir höre, ist, also wir lesen ja allenthalben, dass die Controller den Rotstift zücken und sagen, das ist ja eigentlich klasse, die Leute sind zu Hause, sind da sogar gerne, kostet mich überhaupt nichts, ich brauche nicht diese riesigen Büroräume, also lass doch den ganzen Kram streichen, aufs Minimum reduzieren. Ich höre von dir, dass du sagst, naja, also ganz so einfach ist es nicht, sondern diesen Ort der Begegnung, der Ort, wo ich sein will, nicht sein muss, der bedarf einer neuen, völlig neuen Philosophie. Und das, was wir heute Büro nennen, wird sich irgendwie transformieren in irgendwas anderes, von dem wir heute vielleicht noch gar nicht genau wissen, wie es aussieht. Aber es ist sehr viel näher an einem Ort, wo ich eben gerne bin. Vielleicht, Barbara, kann ich bei dir nochmal nachfragen. Wie siehst du das? Zukunft von der, in Zukunft, gibt es eine nachhaltige Abkehr von der Präsenzkultur? Wie seht ihr das beim Spiegel? Hybrides Arbeiten, wird euch das weiter begleiten oder werdet ihr in dem Moment, wo ihr sag mal, der Impfstoff, und ihr wisst wahrscheinlich genau, wann er kommt, wenn der Impfstoff da ist, werdet ihr dann sagen, wir drehen den ganzen Kram jetzt doch wesentlich zurück, weil das war schon einfach besser? Wie ist deine Perspektive darauf? Nee, das ist absolut eine Zäsur und ein Wendepunkt. Und dahinter gibt es auch kein Zurück. Also es gibt ja diese Punkte, wo man sagen kann, da kann man hinterher nicht so tun, als hätte man es nicht wahrgenommen oder nicht mitbekommen, weil sie uns eben verändern, weil sie auf der einen Seite zeigen, was möglich ist. Auf der anderen Seite würde ich ein Stück weit ergänzen wollen, es ist auch sowas wie eine Demystifizierung des Homeoffice. Also Homeoffice ist auch nicht nur diese schöne, heile Welt, die manchmal irgendwie in Stockfotos beschrieben wird mit Menschen in weißen Leinenhosen, die irgendwie barfuß auf dem Sofa sitzen, von einer schönen grauen Wollcouch und irgendwie ein schickes Laptop auf den Knien haben. Das bedeutet auch, ihr wisst es alle, beengter Wohnraum mit vielen kleinen Kindern, mit denen man sich das teilen muss, gerade in den großen Städten, also den Teil der Wahrheit gibt es schon auch und Homeoffice hat natürlich auch immer das Potenzial, diskriminierend zu sein. Also je nachdem, wie die Wohnverhältnisse sind und wie auch der Job ist, ist das natürlich was völlig anderes, weil das, was Oliver beschrieben hat, stimmt absolut, gilt aber dafür natürlich, dass du eine Tätigkeit hast, die du dir auch relativ frei einteilen kannst. Das ist natürlich ein großes Privileg, aber wir wissen auch alle, dass es Jobs und Tätigkeiten gibt, wo das eben nicht der Fall ist und dann wird es schon deutlich schwieriger. Also ich glaube, es ist ein Wendepunkt. Wir werden natürlich massiv und denken darüber auch schon nach, was bedeutet hybrides Arbeiten für uns in Zukunft. Und ich glaube, wir lernen gerade ganz viel. Wir lernen ganz viel über die Bedeutung des Büros oder dieses Raumes, auch für Dinge, die man gar nicht so genau messen kann. Das eine ist ja, kriegen wir das operativ hin? Ja, das kriegen wir hervorragend hin. Aber was wir, glaube ich, überhaupt noch nicht wissen, sind unsere blinden Flecken. Also das, was uns momentan durch die Lappen geht. Das ist nämlich, genau wie du es eben beschrieben hast, so etwas wie Identifikation mit dem Unternehmen, ist Kultur, ist, wenn ich jetzt auf den Journalismus schaue, sind auch Zwischentöne. Also natürlich moderiere ich die Konferenzen jetzt seit Monaten hier aus der Wohnung heraus und habe sie vor und sehe dann immer angezeigt, wie viele Dutzende Leute in dieser Konferenz sind. Aber die Emotionalität ist natürlich eine andere, als wenn du in einem Raum zusammenstehst und erlebst, wird denn diese Diskussion gerade hitzig geführt oder gibt es den einen, der da hinten in der Ecke steht und raunt und vielleicht ist aus diesem Raunen entsteht eine gute Geschichte. Aber niemand würde vielleicht das Mikro anmachen, um da einmal reinzuraunen oder reinzublöffen, sondern da geht uns was flöten, was aber wichtig ist, glaube ich, insgesamt auch für die Arbeit, weil auch das produktiv ist. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie wir im Rückblick von vielleicht 5 Jahren auf diese Zeit gucken werden, die wirklich ein Teilchenbeschleuniger ist, aber uns auch wirklich vor neue Herausforderungen stellt, vor allen Dingen, wo wir gerade heute natürlich parallel irgendwie die PK von Merkel haben und wir sehen, das war eben nicht nur ein Experiment im Frühjahr, wo man mal geguckt hat, ob man mit dem Laptop auf den Knien irgendwie auch sich in den Park setzen kann, sondern wo wir das jetzt vermutlich noch einige Monate werden durchhalten müssen. Das geht weiter. Auch natürlich so etwas wie eine wirtschaftliche Sorge dazukommt. Also ich glaube, die ganze Krise hat viele Zutaten und auch die alle wirken natürlich ein auf die Teams und auf die Menschen, die wir da alle führen müssen. Gar nicht nur im Journalismus natürlich, sondern auch in vielen anderen Branchen. Also ich würde diese Diskussion jetzt gerne noch fortsetzen. Leider drängt die Zeit.
Und insofern muss ich mich bei euch jetzt schon bedanken. Aber ich glaube, es war echt hilfreich, nochmal wirklich aus sehr unterschiedlichen, aber dann doch sehr ähnlichen Perspektiven eure Erfahrungen zu teilen. Das war wirklich toll. Und ich würde, Barbara, deine Anregung gerne aufnehmen. Und vielleicht können wir uns in 3 Jahren rückblickend nochmal treffen und sozusagen live und in Farbe miteinander darüber sprechen, was jetzt wirklich draus geworden ist. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. So, weiter geht's mit unserem zweiten Panel und wir machen die vielleicht etwas ungewöhnliche ungewöhnlichen Perspektivwechsel von der Praxis zur Theorie. Ich spreche jetzt und habe die Freude, Experten, echte Experten für das Thema Leadership, Zukunft der Arbeit, hier auf dem virtuellen Panel mit mir zu haben und mal schauen, welche Anregungen und Denkanstöße sie haben. Es geht um das Thema New Work, neu gedacht, perspektivische Impulse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Zeit nach der Pandemie. Und ich spreche zum einen mit Ines Thomas. Sie blickt auf viel Erfahrung als Business- und Leadership-Coach zurück und sie hilft, Zitat, Entscheiderinnen, Gründerinnen und Führungspersönlichkeiten dabei, sich im Einklang mit ihren persönlichen Werten und Lebenszielen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich bin gespannt, wie ihre Perspektive auf dieses Corona-Experiment, dieses unfreiwillige Experiment, über das wir gerade sprachen, ist. Außerdem spreche ich gleich mit Markus Albers. Er ist Journalist, Autor, Berater und Coach und er hat verschiedene Bücher über New Work geschrieben, aber bei aller Euphorie finde ich bei ihm spannend, dass er auch einen durchaus kritischen Blick auf das Thema hat. Zum Beispiel handelt eines seiner Bücher von der digitalen Erschöpfung. Und das ist ja sicherlich auch ein Thema, Stichwort Entgrenzung, Homeoffice, wo hört eigentlich der Beruf auf und wo fängt eigentlich das Privatleben an? Ein Thema, mit dem sich viele von uns, denke ich, jetzt auch beschäftigen, als Führungskräfte oder auch ganz persönlich. Insofern super, dass ihr dabei seid. Ines und Markus, herzlich willkommen. Es geht also um die Zukunft nach der Pandemie. Ich würde gerne mit dem Thema Führungskräfte anfangen, ehrlicherweise, Ines, und insofern mit dir. Führungskräfte sind in diesen Zeiten eigentlich mehr gefragt denn je. Sie stehen irgendwie vor der Aufgabe, den Laden überhaupt erstmal am Laufen zu halten. Ja? Sie müssen gleichzeitig den Einzelnen wahrnehmen, sich um das Team kümmern, müssen sich um sich selbst kümmern. In der Zeit, wo man noch Homeschooling hatte, wenn man Kinder hatte, ging es auch darum, die Familie irgendwie noch zu unterstützen. Simple Frage, wie schaffen es diejenigen, die eigentlich Orientierung geben sollen, erstmal selbst eine Orientierung zu haben in diesen Zeiten, wo, naja, traditionelle Konzepte eigentlich nicht mehr funktionieren? Das ist eine knackige Frage. Wenn ich dir jetzt so in 3 Sätzen antworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich noch mehr Geld verdienen. Nee, es ist tatsächlich einfach eine wahnsinnig herausfordernde Phase für Führungskräfte, wo sie einfach selber komplett mit sich in einem sehr klaren Dialog sein müssen und aber auch so intensiv wie noch nie zuvor, glaube ich, mit ihren Mitarbeitern eine Gesprächsebene finden müssen, die so ein konstruktives Miteinander ermöglicht. Ja. Ich glaube, es gibt nicht das eine Patentrezept, wie schafft man das? So das Thema, was sich aus meiner Sicht durchzieht, ist wirklich hybride Führung und sich so ein Bewusstmachen dessen, dass wir uns in einem gigantischen Spannungsfeld befinden. Ja? Also einerseits Kannst du zu hybride Führung vielleicht noch einen Satz sagen, was du genau darunter verstehst? Ja, es gibt ja so einerseits dieses alte Konzept, ne, wo der Manager so der Ansager ist, der Vorturner, der Entscheider. Und dann so das andere Konzept, die Führungskraft als Coach, das klang ja auch so ein bisschen bei Ibrahims Keynote an, ne, das, wo man eher der Supporter ist, eher der Fragensteller und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das ein Tanz zwischen diesen zwei Polen. Ja? Einerseits wirst du gefragt als Führungskraft, Klarheit, Sicherheit, Orientierung, Entscheidungsfähigkeit auch zu transportieren und andererseits eben diese Themen Dynamik, Flexibilität, Agilisierung. So, und es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es geht um situatives Führen. Und ich stelle mir das mal vor wie so ein Tanzbereich, in dem man sich bewegt als Führungskraft. Ja? Also man muss in einem guten Dialog mit sich selbst und seinen Leuten gucken, in welcher Situation, in welchem Moment ist welche Ausprägung von Führung gerade hilfreich. Ich hab gestern interessanterweise, wo du Kommunikation und Individualität letztendlich ansprichst,
Ich habe gestern mit einer jungen Wissenschaftlerin gesprochen, die eine Studie macht über die Erfahrungen und die Erlebnisse und die Gefühle von Menschen, die jetzt lange im Homeoffice gearbeitet haben. Und es war eine ganz bemerkenswerte Aussage, die sie getroffen hat. Sie hat gesagt, es gab ganz viele Menschen, die das fast euphorisch toll fanden, aber es gab eine sehr große Minderheit, also eine Minderheit, aber eine sehr große Minderheit, die da wirklich drunter gelitten haben, bis hin zu psychischen Problemen, also handfesten psychischen Problemen. Und Corona ist ja vielleicht auch hier so eine Art Katalysator. Und ich frage mich und vielleicht auch dich jetzt einfach mal, wie sorgen Führungskräfte eigentlich dafür, dass der Einzelne nicht unter die Räder kommt? Also du hast eigentlich gerade das Stichwort ja schon genannt. Ich glaube, es geht im Kern um Kommunikation, das klang eben auch im vorigen Panel auch schon an, Vertrauen herzustellen. Ja? Also wir zehren jetzt gerade alle noch von den Beziehungen, die wir in der Vergangenheit aufgebaut haben. Also das Gefühl von Verbundenheit, Vertrautheit, das ist noch aus der Phase davor. Ja? Und alle, die jetzt neu an Bord kommen, alle, die sich lange nicht sehen, verlieren nach und nach da die Verbindung. Ja? Und das ist, sogar neurobiologisch nachweisbar, dass der Oxytocinspiegel leidet, wenn wir uns lange nicht persönlich begegnen. Ja? Das heißt, was braucht es? Ich glaube, es braucht eine neue Tiefe in der Kommunikation und ein ganz bewusstes ganz bewusstes Reflektieren als Führungskraft, wer von meinen Leuten braucht gerade was. Und so als Konzept, was da, finde ich, ganz hilfreich ist, ist so diese bewusste Unterscheidung zwischen Oberflächen-Ich und Tiefen-Ich. Also gehe ich in ein Team-Meeting rein mit der Haltung, jetzt Update und jetzt frage ich mal, wie steht das Projekt da, X, Y, Z, oder halten wir den Druckschluss oder bla bla bla. Oder treffe ich bewusst die Entscheidung, auf einer tieferen Ebene ins Gespräch zu gehen, zu sagen, wie geht es dir jetzt gerade in der Konstellation zwischen? Was brauchst du in der Zusammenarbeit mit? Also auf einer eher emotionaleren, menschlicheren Ebene sich zu begegnen. Ich glaube, das ist jetzt in der Zeit, wo wir uns noch nicht wieder mehr sehen können, wo man nicht wirklich hybrid arbeiten kann, ein wichtiger Punkt, echte Gespräche zu führen. Ja, das klingt nach einem sehr anderen Rezept, das finde ich spannend, als das klassische Führung. Da geht es weniger um Antworten als um Fragen, es geht um Zuhören und nicht darum, die Richtung nur vorzugeben, sondern eben auch ein Gefühl für den anderen zu haben. Wir haben gerade schon über das Thema Entgrenzung gesprochen und vielleicht, Markus, kannst du dazu was sagen? Also das Thema, die Grenze Beruf und Privatleben verschwimmt, ist irgendwie so ein Stichwort, das wir schon lange, lange irgendwie überall lesen und hören. Aber so richtig erlebt haben wir es eigentlich die letzten 9 Monate, würde ich mal sagen, oder 6 Monate. Das ist wahrscheinlich für viele Menschen in der Tat ein Problem. Ist das so? Und nach deiner Erfahrung, und wenn ja, wie grenzt man sich, wie grenzt der Einzelne sich da sinnvoll ab? Ja, also man spricht ja auch schon gar nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending ist ja dann irgendwie so das Stichwort, und das ist meistens auch dann zumindest in der Vergangenheit sehr positiv konnotiert gewesen. Also es ist eigentlich eine gute Sache, wenn ich schon gar nicht mehr unterscheiden mag zwischen meiner Arbeit und dem Privatleben, weil ich dann vielleicht auch so sehr für den Job brenne. Das wird dann häufig miteinander verbunden. Und ich sage halt immer, wenn meine beiden Töchter, die jetzt 6 und 11 sind, wenn die mal irgendwann ins Berufsleben gehen, dann fragen die mich wahrscheinlich, Papa, was war denn dieser Feierabend mal? Ja, also das ist natürlich, das werden die nicht mehr kennen. Das Konzept wird weg sein und das werden wir eben auch nicht mehr zurückdrehen. Das werden wir nicht tun. Aber das, was wir im Moment halt sehen, ist, dass durch dieses neue Arbeiten, das durch Corona jetzt halt enorm beschleunigt wurde, wie wir das ja auch gehört haben, dass wir eben auch hier sehen, wir haben hier eine komplett neue Art und Weise, wie Arbeit unser Leben strukturiert. Und wir haben sehr mächtige neue Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen wir permanent kollaborieren können. Und wir müssen aber noch lernen, damit umzugehen. Ja, und ich glaube, wir machen häufig 2 Fehler. Ja, auch schon vor Corona sah man das. Und ich glaube, jetzt sieht man das noch so ein bisschen mehr. Das eine ist aus meiner Sicht eben tatsächlich diese Überbetonung des Wertes der Kollaboration. Ja, das geht nämlich auf Kosten von Konzentration oder sogar Kontemplation. Arbeit besteht nicht nur daraus, dass man sich austauscht. Den Eindruck könnte man aber inzwischen manchmal bekommen. Oder es ist nur so eine Zahl, also moderne Wissensarbeiter verbringen
85% ihrer Zeit mit Kollaboration. Das können Meetings sein. Und ich verbringe teilweise 11 Stunden am Stück in Zoom-Meetings. Ich weiß so, genau, was du meinst. Genau. Ja. Und das ist der zweite, also es ist natürlich zu viel, weil man macht man in der Arbeit, dann macht man in der Arbeit und halt sozusagen, wenn diese ganzen Meetings vorbei sind, dann sagt man halt so, jetzt müsste ich eigentlich mal anfangen mit der Präsentation oder mit dem Report. Kennt jeder. Und das zweite ist eben genau das, und da sind wir auch wieder beim Thema Führung. Ganz viele Führungskräfte, vielleicht auch gerade in Deutschland, keine Ahnung, sind halt doch immer noch sehr stark, hängen immer noch sehr stark an dieser Präsenzkultur und übertragen die nun gerade ins Digitale. Das heißt, statt ganz vieler Meetings im Büro machen sie halt ganz viele Meetings auf Zoom. Denn nur wenn sie ihre Schäfchen sehen, haben sie das Gefühl, da läuft die Arbeit auch. Und darum haben wir gerade alle diese Tage, die aus einem Zoom-Meeting nach dem anderen bestehen. Beides ist nicht produktiv. Und macht uns dann eben auch unglücklich, weil nach so einem Tag voller Zoom-Meetings hat man ja zu Recht das Gefühl, so richtig geschafft habe ich nichts. Also daran merkt man, wir müssen das lernen, dieses neue Arbeiten, und wir müssen es jetzt sehr schnell lernen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ines, du hast gerade von sehr, wie soll ich sagen, alten Kulturtechniken, nämlich Zuhören und Sprechen, gesprochen. Und du sagst jetzt, wenn ich richtig verstehe, Markus, ja auch sehr stark, also wir betonen sehr diesen technischen Effekt, diesen technischen Aspekt. Ja. Wir übersetzen bestimmte Dinge ins Digitale. Und lass mal abschließend vielleicht noch mal nicht nur über die Risiken und Schwierigkeiten sprechen, sondern vielleicht ist es jetzt auch eine Chance, darüber zu debattieren, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Also wie schafft man jetzt diese Corona-Pandemie auch vielleicht dafür zu nutzen, Katalysator zu sein für eine Debatte über die Frage, wie wollen wir arbeiten? Ich würde euch gerne beide fragen, aber wir haben nur noch eine Minute Zeit. Also ihr müsstet beide bitte ganz schnell antworten. Vielleicht magst du, Ines, anfangen? Also ich glaube, da ist meine zentrale Botschaft, diese viel zitierten Chancen in der Krise, die sind da, die sind zu kriegen, die sind aber keine Zufallsprodukte. Ja? Also ich glaube, wer jetzt dieses Window of Opportunity nutzen möchte, muss wirklich in einen ganz bewussten Reflexionsprozess gehen auf Organisationsebene, auf Teamebene, auf persönlicher Ebene und gucken, was steckt davon für uns drin? Was wollen wir verabschieden? Was wollen wir behalten? Was wollen wir ins Neue führen? Ja? Also es kommt nicht von alleine, aber es ist wahnsinnig viel drin und die Krise ist ein setzt Kräfte frei, wo wir es vorher nicht für Möglichkeiten haben. Markus? Wir haben gerade die historische Chance, die Arbeitswelt neu zu erfinden. Und wir tun es gerade jeden Tag. Und diese Chance müssen wir halt beim Schopf ergreifen. Das fängt in Teams an, in Familien an. Das hat was mit Führung zu tun. Aber wahrscheinlich bei allem Gemecker über das Homeoffice-Gesetz werden wir auch eine Regulierung brauchen. Alles klar, vielen Dank. Eines der Probleme des Digitalen ist natürlich, man kann mir jetzt jederzeit den Ton abdrehen. Auf einem echten Panel hätte ich einfach mit euch weitergequatscht und nochmal 10 Minuten überzogen. Es war nämlich echt spannend. Herzlichen Dank für eure Zeit. Das war's zu diesem New Work Slot. Weiterhin viel Spaß bei den Münchner Medientagen. Auch heute gibt es noch Programm und im Laufe der Woche, also auch morgen und übermorgen, gibt es noch weitere spannende Programmpunkte. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, mir allenthalben. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Merci, habt einen schönen Abend und bleibt gesund.